welche Deutschkurse hier gibt. Wir haben 5 Niveau, aber leider haben wir nur 4 Räume. Die Niveau haben wir von Alphabetisierung. Das ist für Leute, die nicht einmal in die Schule waren oder die Leute, die nur Arabisch gelernt haben. Nach Alphabetisierungskurs es kommt das Niveau 1-Tick-Kurs, gerade nach der Alphabetisierung. Und dann haben wir die Dreieckklasse, wir nennen sie so. Aber diese Klasse hat Niveau A1. Und dann haben wir auch die Viereckklasse. Das ist Niveau A2, B1. Und wir haben die fortgeschrittene Klasse. Das ist Niveau B2, C1. Wo sind Sie jetzt? Du gehst an einen Ort, um dort etwas zu holen. Das Privatleben hat sich kaum verändert. Tschüss, ciao, ciao. Danke vielmals. Durch diese Röhre geht Luft, aber es gibt hier noch eine Röhre. Die Haare. Entschuldigung, wie heißt Kraft? Habt ihr verstanden, was er gesagt hat? Gut, heute wollen wir nun die inneren Organe anschauen. Das sind Körperteile, die sehen wir alle von außen. Und heute schauen wir an, was ist da drin. Könnt ihr euch noch an Körperteile erinnern? Körper ist das. The body. Was gibt es für Körperteile? Alles. Yeah, parts of the body. That's what we talked about last time. Also könnt ihr euch noch an einige erinnern? Zum Beispiel das hier. Seht ihr das? Ich moderiere am Montagnachmittag die Alphabetisierungsklasse. Wir sind in dieser Klasse sehr, sehr viele Leute. Also das Zimmer ist ziemlich klein und es sind über 30 Kursteilnehmerinnen, die da hinkommen. Und das Zimmer ist richtig, richtig voll. Und es macht groß. Bildung ist für alle. Ja, Sie haben so als Hausaufgabe Texte geschrieben zu Ihrem Land und wir sprechen das jetzt. Gut, ja. Wer ist jetzt an der Reihe? Wer erzählt? Ismaili. Über welches Land? Ja. Türkei. Ah, ja, das ist interessant, sehr. Höre ich gerne zu. Das Eurasien ist Türkei. Ich habe mich gut verstanden. Das? Eurasien ist Türkei. Eurasien. In der Halb-Europa und Asien. Halb-Europa und Halb-Asien. Es hat die Kultur und die Zivilisation. Zivilisation.
Bitte alle Telefon ausschalten. Wir sind die erste Klasse in der autonomen Schule nach der Alphabetisierungsklasse. Nach der Kreisklasse, wenn Sie ein gewisses Niveau haben in der Grammatik, gehen Sie weiter in die Dreiecksklasse. Also ich habe in der autonomen Schule Deutsch gelernt. Gut, machen wir mal eine Pause da. Besprechen wir, was er gesagt hat. Ja, eben in die autonome Schule kommen sehr viele Leute, um Deutsch zu lernen. Und das zeigt anscheinend, die Leute wollen Deutsch lernen, es ist ein Bedürfnis. Und es wir haben irgendwann festgestellt, dass die Migros-Gutscheine, die die Leute in der Notunterkunft bekommen, nicht in die Ticketautomate der ZVV passen. Also die But I think it's good I give you one small test. And you make it, and we know in which class you have to go. Okay. We are starting from class one. class one is A, B, C, D. This, I think, is not good for you, because you learned that before. Eh? And the next class is class two. Is this class one or two? This one is two. Two? Yeah. Two. Hier in der autonomen Schule, ich habe zu. Wir können einfach so schreiben: Ich rufe dich morgen um 14 Uhr an. Egal, was wir dazwischen haben. Diese An oder der zweite Teil von dem Verb kommt immer am Schluss. Ich rufe dich morgen um 14 Uhr an. 2 Uhr. Also wir sind in den autonomen Schulen in Zürich und ich habe die Dreieckklasse oder besser kann man sagen Niveau A1. Eigentlich wir haben etwa 12 bis 15 Schüler. Du gehst an einen Ort, um dort etwas zu holen. Einen Menschen oder ein Objekt, irgendwie etwas, was du bestellt hast oder Freunde abholen. Also du gehst, wenn jemand sagt dir, ich arbeite bis 18 Uhr, hole mich dann ab. Darf ich stehen? Aufstehen ist, wenn du wach bist und dann, also, und dann zuerst wachst du auf und dann stehst du aus dem Bett. Also wenn du liegst. Stehen ist dir einfach. Alles klar, eine freiwillig machen, putzen, für die Gruppe kochen oder ein Festival. Next, ich brauche. Gut, was heißt das? Spannung, ja. Autonome Schule ist eine Schule für jeder und jede. Seit ein Jahr oder mehr, ein Jahr und sechs Monate in autonome Schule Deutsch gelernt.
Und das für mich war ein sehr guter Platz, wegen da wir haben keine Schule. Ich bin aus der Mongolei. Ich bin ein Student von Autonome Schule von Zürich. Und ich bin nicht so viel lange in der Schweiz, etwa 10 Monate. Aber ich habe viel zu gelernt. Die Aufgabe nicht löschen. Lösen. Ich habe einen Deutschkurs am Donnerstagabend, jeweils von 7 bis 9 Uhr. Ich wechsle mich ab mit einer Kollegin, sie heißt Simon, und ich mache eine Woche und sie macht eine Woche. Wir sind etwa 5 bis 6 Schüler, das heißt eine ganz kleine Klasse. Unter dem Dach der Autonomen Schule bietet der Verein Bildung für alle Deutschkurse und auch andere Kulturangebote. Und wir sind einfach als Verein organisiert und wir haben jeden Dienstag eine reguläre Sitzung über die Aktivitäten hier in der Schule. Eine Sondersitzung für die Moderation. Einmal im Monat machen wir eine Moderatorinnen-Sitzung hier an der Autonomen Schule, vor allen Dingen für die Moderatorinnen der Deutschkurse, weil sind sie... Wir haben auch eine Schreibwerkstatt, wo wir die Papierlosenzeitung geschrieben haben. Und die Idee war so, dass die Betroffenen, die Asylsuchenden, die abgewiesen... Wir haben Computerkurse. Ich gebe jetzt hier schon ein halbes Jahr Computerkurs und an der Autonomen Schule Zürich. Und ich habe von dieser Autonomen Schule Zürich gehört. Wir haben Velo-Werkstatt. Wir haben Sportprogramme. Atelier, wo wir der wunderbare Bleibeführer gemacht haben. Das Atelier ist ein Projekt, das in Kooperation begonnen wurde zwischen der Autonomen Schule und dem Museum für Gestaltung und dem Institute for Art Education an der ZHDK. Begonnen hat das Ganze. Wir haben Kinoabend. Wir haben Theater.